Ryan. I'm Alex Jakes. Welcome to the third official deep dive of EA Sports F1 20. Ein drittes schon. Ja, gut, zeigen Sie viel, finde ich gut. On updates to tracks, drivers and teams to immerse you in the sport and elevate the gameplay experience. Track Updates, habe ich ja schon zwei Videos hochgeladen, ne? Da habe ich jetzt ja schon gezeigt, was sich da in Belgien getan hat, in der Spa-Strecke. Da gibt's schon ein Video, wenn er es schauen möchte, kann er hier vorbeischauen. F1 24 will feature all 24 circuits from this year's official calendar. We've been working hard to enhance the players' experience of realism by rebuilding fan-favorite circuits. Silverstone, the home of the British Grand Prix, has been completely revamped, ensuring players feel every bump and change in elevation. Notice straight away the undulation changes in the first sector already running down the Wellington Straight. It's not a flat like a billiard table anymore. You can genuinely see the nuances in the elevation, which you wouldn't think is at Silverstone, but there it is. Okay. Haben wir schon gesehen hier, ne? Da haben sie endlich die große Tribüne auch mal drin. Sehr, sehr stark. Mal gucken, was sie sagen dazu, dass es jetzt seit Jahren nicht drin war. He's receiving a major rework in F1 24. The way this track flows now with it, up and down hills, the elevation changes, does feel significantly different. Upgrades that the circuit received in real life are now accurately reflected in-game. Through no name, gravel on the exit now. Can't really run wide there. Oh, hier ist echt so viel mehr Platz, ne? Ist das schön. It almost feels like a new track. But it's Spa that we know. But it's much, much better. And it's Spa that we know. Ja, wir kennen Spa so schon seit 3 Jahren halt, ne? Das ist gut ausgedrückt. Ja. Sagt irgendwas noch dazu oder nicht? I really like it. It's still my favorite track. But now it's even better. The Liseo International Circuit in Qatar has been given a visual overhaul to bring das sieht ganz anders aus, ne? Official track in 2023. Updated curve. Das ist halt insane. Hier alles neu. F1 24 closer to reality than ever before. Na ja, gut, die Gebäude sind scheißegal. Saudi-Arabia's Jeddah Corniche circuit now looks better than ever, receiving upgraded circuit infrastructure and trackside artwork. Das Artwork, das sind die 70 Euro, jawoll! Holy shit, das ist es doch! Da nimmt mein Geld, EA! Ich bin mal gespannt. Not only are fan-favorite circuits being reworked, we've also developed features to give players more realism than in previous games. Okay, wie? Lando? Guck mal zurück. Lando und Oscar. Scenes have been added between sessions to immerse you in the action. Ja, gut, for the first cutscenes. Time in series history, we're adding real driver audio samples taken from the previous official F1 broadcasts. Top one, guys, but still got some points. Thank you for the continued efforts. Let's keep pushing. Your favorite. Okay, aber das kann man ja nur benutzen, wenn man dann irgendwie Karrieremodus fährt, oder? Weil sonst fahrt ihr ja quasi Online-Rennen immer als euch selbst. Das heißt, es ist ja quasi nur dann im Karrieremodus, ne? Na gut. Aber geiles Feature, wenn man dann ein bisschen den Hamilton mal fährt, ne, der Karrieremodus. Oder dann irgendwie Hamilton auswählt. Ich weiß gar nicht, ob man Hamilton auswählt, ob man auch das bekommt im Online-Rennen. Müsst ihr mal gucken dann. Bin ich mal gespannt. Drivers will now have voice lines during key moments of the game. Such as crossing the finish line or crashing out mid-race. Adding an entirely new layer of realism and immersion. Yes! What you have done, guys! What you have done! Okay! I'm so proud of you! Nicht schlecht! All 10 teams have been redesigned from the ground up, using CAD mod. Aber die Stimmen hinzuzufügen ist halt auch irgendwie keine Programmiermeisterarbeit, oder? Also das klippt man kurz raus aus dem Highlight-Video vom Rennen, packt das dann ans Ende des Rennens rein. Sind das jetzt 70 Euro wert? Weiß ich nicht. Klar, cooles Feature ein bisschen, aber das hätte ich, glaube ich, auch hinbekommen mit meinen Programmierkünsten, als ich in der 10. Klasse ein bisschen IT-Unterricht hatte. Ja gut, aber wir bleiben trotzdem gespannt. So, oder? 70 Tacken, da sind sie, genau so. Genau so, wie es. Ja, das nimmt sie einfach doch auch. Models of the cars and dynamic diffuse global illumination software to improve lighting, shadows and reflection effects. Mach mal aus. Performance. The 20 official drivers will be better than ever, thanks to improved eye and skin shaders, making F1 24 the most realistic game yet. Each driver has had full hair rendering, giving them an even better likeness to real life.
Ja, die sahen schon besser aus, muss ich sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Die sind ein bisschen besser geworden. Also hier vorne der Unterschied hier. Carlos, wie der Carlos aussieht. Das ist schon ein Upgrade, würde ich sagen. 70 Euro? Bisschen worth. Bisschen. The most realistic game yet. Oh, Max sieht auch echt, also sieht echt. Also entweder sah es vorher richtig scheiße aus, aber nee, sieht besser aus. Jetzt muss man schon sagen. Muss auch so fair sein, dass es jetzt besser aussieht als im vorderen Teil. Da muss man schon sagen, haben sie ein bisschen was gemacht. Da können sie auch mal, kriegen sie mal ein bisschen Props. Sonst meckere ich immer viel. Der Anzug sieht auch geil aus von Max auf der neuen Version. Also muss man auch mal Props geben, bisschen EA, bisschen. Each driver Choyo, has hallo. Hair rendering, giving them an even better likeness to real life. Die sehen schon echt besser aus. F2 is the official support series where future F1 stars are made. 2023 teams and liveries are in the game at launch, with the 2024 car being added in a post-launch update alongside this year's driver lineup. The F2 grid will also benefit from the redesigned CAD models of cars and drivers. F1 24 features more established mighty icons than ever before. Players can jump into the shoes of iconic drivers from F1's rich history in a solo Grand Prix or, for the first time, a full driver career. Whether this is Pastor Maldonado or Kamui Kobayashi, their stories are what you make them in F1 24. F1 24 also allows players to have Michael Schumacher im Ferrari-Anzug as their teammates. Mit Charles Leclerc! Oh mein Gott, ja, das werde ich machen. Hilfe, ist das toll. Das sieht doch so real aus, ne? Michael Schumacher und Charles Leclerc einfach im Ferrari. Boah, das ist schon wild. Na gut, ey, nimm meine 70 Euro. Nimmt sie einfach auch. Boah, Hilfe. Oh ja, das ist nicht schlecht. In den modernen Anzügen einfach, ne? Das sieht ganz falsch aus, aber irgendwo auch einfach cool. Also so, es ist so eine Parallelwelt gefühlt. Wie Hamilton jetzt im Ferrari ist ja auch komplett irgendwie was ganz, ganz Neues. Aber jetzt Michael Schumacher jetzt auch da. Das ist jetzt ganz, 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 ganz was Neues. Mach, Patrick. Including F1 Sim Racing Champions, such as Jarno Otmir and Lucas Blakely. Was? Die sind auch drin! Jarno Otmir und Lucas Blakely sind jetzt auch im Formel 1 Game drin. Ja gut, haben sie sich geearnt. Da fahren sie auch mal schnell. Wie geil! Das ist natürlich stark. Da muss man auch stolz drauf sein, glaube ich. Richtig, richtig gut. Haben sie verdient. Including F1 Sim Racing Champions, such as Jarno Otmir and Lucas Blakely. Wusste ich gar nicht. For the first time, an exclusive to F1 24 Champions Edition. 1976 champion James Hunt and seven-time race winner Juan Pablo Montoya can be your drivers of choice. Pre-order EA Sports F1 24 and unlock 2024 liveries in F1 23 and exclusive early access content. Ja, gut. Also ein paar coole Sachen dabei, klar, die Streckenupdates haben wir schon gesehen, gab's auch schon ein Video drüber. Sehr, sehr geil sonst. Die Gesichter sehen geiler aus, die Anzüge, da haben sie ein bisschen was gemacht. Also das erste Mal, dass jetzt hier ein paar geile Sachen dabei sind. Also die sehen schon echt realistischer aus, so viel muss man schon mal sagen. Aber ja, ich bin gespannt, jetzt zeigen sie ein bisschen mehr von den ganzen Sachen hier. Kommt ja auch bald raus, wir werden auf jeden Fall reinschauen. Lasst gerne Abo und Like da, schaut gerne im Stream vorbei, da sind wir jeden Abend live und zocken auch Formel 1. Haut rein, tschö!